Liebe Gewerbetreibende in der Stadt Bad Krozingen, liebe Hoteliers und Gastronomiebetriebe, die besondere Situation durch den Coronavirus hat Sie in eine schwierige wirtschaftliche Lage gebracht. Die Stadt Bad Krozingen und auch das Land Baden-Württemberg sowie die Bundesregierung kümmern sich mit Hochdruck darum, dass Sie Ihre Liquiditätsengpässe in den Unternehmen weiter so schnell wie möglich beseitigen können. Gestern Nacht gegen 23 Uhr hat der Ministerrat des Landes Baden-Württemberg per Umlaufbeschluss sogenannte Soforthilfen beschlossen. Diese möchte ich Ihnen jetzt im Detail vortragen. Unternehmen bis zu 5 Beschäftigten erhalten bis zu 9.000 Euro Soforthilfe. Unternehmen bis zu 10 Beschäftigte erhalten bis zu 15.000 Euro Soforthilfe und Unternehmen bis zu 50 Beschäftigte erhalten 30.000 Euro Soforthilfe. Diese Soforthilfe ist für ein Quartal angelegt, das heißt für 3 Monate. Ab Mittwoch werden Sie alle Informationen zur Antragstellung, zum Weg und zu den Zugängen über die Homepage unseres Wirtschaftsministeriums abrufen können. Die Stadt Bad Krozingen macht sich seit Wochen Gedanken, wie wir Ihnen helfen können und haben uns darüber hinaus Gedanken gemacht, schnell und unbürokratische Lösungen zu finden. Wir bieten Ihnen daher an, bei Bedarf Ihre Gewerbesteuervorauszahlungen 2020 sowie die Vorauszahlungen für die Fremdenverkehrsabgabe 2020 zu reduzieren. Es handelt sich hierbei um keine Stundung, sondern um eine Reduzierung. Wir bitten Sie deshalb, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen und die Corona-bedingten Liquiditätsengpässe analysieren zu lassen, sodass wir einen neuen Gewerbesteuerbescheid bzw. einen neuen Fremdenverkehrsabgabenbescheid für Sie erlassen können. Dazu haben wir verschiedene Telefonnummern eingerichtet, die Sie auf unserer Homepage nachlesen können. Was wir auch tun, wir sprechen mit Ihren Vermietern. Wenn Sie damit einverstanden sind, kommen Sie deshalb auf die Wirtschaftsförderung zu und wir werden insbesondere auch mit den Vermietern von Gastronomiebetrieben sprechen, damit hier eventuell eine Möglichkeit der Pachtreduzierung erreicht werden kann. Ich kann Ihnen an dieser Stelle schon sagen, dass einige Vermieter jetzt schon bereit sind, die Pacht für diese schwierige Zeit zu reduzieren, um Ihnen die Aufrechterhaltung Ihres Betriebes wirklich sicherstellen zu können. Wir arbeiten außerdem seitens der Stadt Bad Krozingen mit Hochdruck an einem elektronischen Marktplatz. Dieser soll eine Art virtuelle Verkaufstheke werden, in der die ortsansässigen Händler ihre Produkte einstellen können. Wohlgemerkt ortsansässige Händler, das soll also kein Handel über Amazon oder ähnliches sein. Unsere Plattform wird heißen Online to Local und bedeutet, dass örtliche Betriebe hier aus dem Einzelhandel, aus anderen Bereichen dann die Waren bewerben können, verpacken können und dann auch an die Kunden zustellen können. Sobald diese Plattform steht, die gerade mit den Banken, der Sparkasse, der Volksbank und auch der Stadtverwaltung erarbeitet wird, werden wir auch diese Informationen auf die Homepage stellen. Ja, liebe Gewerbetreibende, Sie sehen, wir sind bei Ihnen, wir verstehen Ihre Sorgen, wir tun alles, was in unserer Macht steht und was wir tun können, um Ihnen wirklich hier schnell Hilfe entgegenzubringen für die Zukunft. Ich hoffe, dass Sie durchhalten können und dass Ihre Liquidität auch in Zukunft gewahrt ist und dass wir nach dieser Corona-Krise wieder voll in den Betrieb starten können. Vielen Dank dafür, dass Sie mir zugehört haben und ich hoffe, dass die Informationen umfänglich waren fürs Erste. Ab Mittwoch werden wir Sie weiter auf dem Laufenden halten, da wir dann schon Details für unsere Online-Plattform haben werden. Alles Gute Ihnen, ich drücke Ihnen die Daumen.